dieser Stich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schmiedevideo. Als allererstes grüße meine Abonnenten und alle anderen, die zuschauen. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Im Intro habt ihr dieses Kreuz gesehen. Und das Besondere an diesem Kreuz, es ist aus einem Stück geschmiedet. Ausgangsmaterial ist dieser 20x20er Vierkantstab. In diesem Video zeige ich euch, wie ich das anreiße, wie ich das einschneide, dass ihr dieses Auge hinbekommt, wie ich es in der Schmiede aufbiege und dann anschließend auf die entsprechenden Länge ausschmiede. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir zum ersten Punkt. Wie muss ich meinen Vierkant anreißen und einschneiden, damit ich, wenn ich ihn nachher in der Schmiede erwärme und aufklappe, ich hier in der Mitte dieses Auge bekomme. Zuerst setze ich meine Längen fest. Die längere Seite mit 280 mm und die kürzere Seite hier mit 150 mm. Je nachdem, wie groß euer Kreuz werden soll, diese Längen müsst ihr vorher mal festlegen, am besten mal aufzeichnen. Die Längen können erstmal kürzer gewählt werden, sie werden ja noch ausgeschmiedet, dadurch werden sie dünner und auch länger. Wenn ich das habe, gehe ich hier auf die 280 mm, einmal so, und über den ganzen Vierkant mache ich hier einen Strich. Dieser Strich ist die Mitte eures Auges. Je nachdem, wie groß euer Auge werden soll, muss jetzt hier der Strich drüber, also weitergehen. In diesem Fall habe ich hier 13 mm gewählt. Das hier ist der zweite Strich. Mitte Auge, Ende Auge. Wie geht es weiter? Dann auf der gegenüberliegenden Seite, das sind ja eure 150 mm. Mitte Auge, Ende Auge. Das nächste Schritt müsst ihr halt dann hier einmal die Mitte anzeichnen und hier einmal die Mitte bis zum Ende des Auges. Zum Auge selbst gibt es Folgendes zum Sagen. Je nachdem, wie weiter ihr halt ihr drüber schneidet, umso größer wird halt euer Auge. Ihr könnt ja auch verschiedene Länge wählen, dass ihr sagt, hier mache ich 20 mm und hier noch 10 mm. Dann wird halt dieses Auge, wie man sagt, asymmetrisch. Und wenn ihr euch entscheidet, nur nachher bis zur Mitte zu schneiden, also hier und hier, dann passiert Folgendes. Wenn das halt dann aufklappt, habt ihr kein Auge. Und das ist dann ein gerades Kreuz, das aus einem Stück geschmiedet ist. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ihr seht hier drei Striche. Einmal die Mitte, 1 mm drüber und 1 mm drunter. Warum mache ich das? Warum habe ich drei Striche gemacht? Ich mache mir mit dieser Flexscheibe hier eine Führungsnot. Um nachher mit der Bandsäge, wird sie dann aufgeschnitten, mir beim Orientieren leichter zu tun, um eben einfach schon mal eine Führung zu haben. Das mache ich hier auf beiden Seiten. Warum nicht bloß einen Mittenstrich? Wenn ich nur die Mitte habe und keine drei Striche, dann tue ich mich halt sehr viel schwerer beim Orientieren. Hier kann ich mich mit der Scheibe dann orientieren, bin ich zu weit links, zu weit rechts, nicht mehr in der Mitte und kann eben nachrichten. Wenn ihr das nicht macht, kommt halt Folgendes raus wie hier. Dann habe ich hier einmal daneben geschnitten und hier einmal daneben geschnitten. Das heißt, ich bin nicht durchgekommen. Das Teil ist halt dann eben einfach futsch. Das könnt ihr dann wegschmeißen und die ganze Mühe war umsonst. Der Strich geht auch hier an der Seite. Hier machen wir uns mit der Handsäge auch einen Führungsschnitt, um eben einfach mit der Bandsäge leichter anzuschneiden. Das erleichtert uns dann die Arbeit eben. Im Anschluss gibt es zum Sagen, lasst euch Zeit beim Anreißen und macht die Striche hier sauber. Umso besser wird dann euer Ergebnis und dann kommt nicht so ein Dreck heraus.
Hier sieht man jetzt, das letzte Stück ist mal verlaufen. Das ist aber jetzt kein Problem. Ich werde jetzt einfach mit einer kleinen Flexscheibe das da so ein bisschen einschneiden bis zum letzten Stück. Und dann gleiche ich das ein bisschen aus wieder. Und dann sollte das stimmen. Schauen wir uns das Ergebnis der Reparatur an. Die eine Seite ist ja ziemlich gut gerade geworden, da hat es ja nicht so weit gefällt. Und die andere Seite, ja, da sieht man jetzt, es ist schon ein bisschen breiter geworden, es ist nicht perfekt, aber mir war es wichtig, dass das wieder die Flucht passt, dass er wieder gerade geworden ist. So passt es jetzt schon mal. Und ja, solche Sachen passieren halt einmal, dass immer so ein Schnitt schief wird. Das kommt halt einmal vor. Und muss man nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen, sondern ein bisschen mit der Flex nachschneiden und dann kann man das wieder verwenden. Die Schneidarbeiten sind jetzt hiermit beendet. Jetzt geht es in die Schmiede und dann machen wir das warm und klappen es auf. Man kann den Vierkant aber auch mit so einer Bandsäge aufschneiden. Das heißt, die wird dann eben so aufgeklappt. Nur benötigt man halt auch diese Platte und die habe ich gefunden, nachdem ich mit der Handbandsäge fertig geschnitten habe. Vorher habe ich die ganze Werkstatt danach abgesucht. Ja, das ist halt Ordnung, gell? Also eine kleine Anmerkung an mich selbst. Diese Platte, lieber Freund, die ist am hölzernen Koffer liegt, den wir da hatten. Wäre wesentlich schneller und einfacher gegangen. Ich werde es jetzt hier in dem Bereich heiß machen. Dann gehe ich zurück auf den Amboss und dann kommt hier auf dem Abschot, werde ich es erst einmal auf 30 Grad aufschmieden. Dann kommt die andere Seite dran, auch wieder so mit 30 Grad. Dann werde ich mal versuchen, das weiter zu öffnen. Und irgendwann werde ich dann mit dem Hammer versuchen, das so flach zu klopfen. Schauen wir es uns an. Das Ganze müssen wir jetzt einmal richten, das heißt warm machen hier in dem Bereich und dann gehe ich halt den Schraubstock und biege mir das wieder nach draußen.
Jetzt kommen wir zum Richten des Kreuzes. Ich spanne jetzt hier einen Schraubstock ein, werde hier diesen Punkt warm machen. Und das andere kühle ich mit Wasser ab. Hebe es dann hier mit der Zange so fest. Und dann werde ich es mit leichten Schlägen wieder in die Flucht schlagen. Man kann es jetzt hier erkennen, das Auge ist sehr schön in der Mitte geblieben. Was mache ich jetzt, wenn das Auge sich aus der Mitte verschoben hat? Das heißt, es ist jetzt zu weit oben oder zu weit rechts, ist ja jetzt wurscht. Das heißt, ich mache diesen Bereich eben warm, also das Auge, kühle die anderen Bereiche alle mit Wasser ab. Jetzt gehe ich halt hier auf den Amboss und auf dieses Horn, so eben nach, lege es hier so drauf. Und jetzt klopfe ich halt mit dem Hammer, das heißt, wenn die Stelle hier zu ist, hier vorsichtig mal drauf und schlage das Auge wieder in die Mitte runter. Nun sind wir am Ende von unserem Video. Ich hoffe, ihr hattet eure Freude beim Zuschauen. Und wenn das jemand nachschmieden möchte, wünsche ich ihm sehr viel Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wie immer an dieser Stelle würde ich mich sehr über Kommentare freuen. Lasst mir noch ein bisschen Feedback da, was hat euch gefallen, was kann man besser machen. Darüber freue ich mich immer sehr und damit kann ich auch besser werden. Ich wünsche euch jetzt noch einen sehr schönen Abend, macht es gut, bis zum nächsten Video. Fertig.